Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wir sind immer noch im Winter. Ich glaube, die letzten drei Folgen schon. ich habe viel zu tun im Winter tatsächlich. Und ich möchte jetzt demnächst mal wieder Steinpfeile craften. Dafür müssen wir aber erstmal Schemata freischalten. Das kostet 50 Münzen und wir haben nur 22. Also traurig genug, dass wir pleite im Winter sind. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. So, wir haben 5 Leder nur. Wir könnten... Ich habe den Tipp bekommen, dass ich ja natürlich meine alten Klamotten auch verkaufen könnte, um Geld zu machen. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass natürlich auch wieder Sommer wird, ne? Und ich dann wahrscheinlich nicht mit gesteppter Weste rumlaufe, sondern eher einfaches Leinenhemd oder so. Also, dass ich mich schon noch irgendwie umziehen werde. Deswegen lasse ich das erstmal noch und verkaufe das nicht. Also, wir sind jetzt in einem Teufelskreis. Eigentlich brauchen wir Geld, um Steinpfeile herzustellen. Und eigentlich brauchen wir Steinpfeile, um Geld zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir haben da eine kleine Differenz da, ne? Wir könnten natürlich auch Steinäxte verkaufen, indem wir jetzt Steine sammeln und Stöcke. Wie viele Sachen habe ich gerade dabei? Ich habe 13 Holzstämme. Meine Fresse. Holzstämme weg. Habe ich noch vom Bau der Schmiede, ne? Ja. Obwohl, wir sind jetzt auch kurz vorm Frühling, ne? Glaube, ich sammle noch ein paar Stöcke und Steine. Werde auch vielleicht ein paar Äxte herstellen. Aber ich werde die heute noch nicht wegbringen können, weil jetzt natürlich schon alle Feierabend haben. Von den Händlern. Und wir erstmal in die nächste Jahreszeit switchen müssen. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil im Frühling wollte ich eigentlich schon was aussehen. Also ich bin ein bisschen hinten dran mit meinen Plänen. Aber zur Not sehen wir erst im Sommer oder im Herbst aus. Die ersten Sachen. Das ist auch okay. Ich habe halt viel zu viel Kohle ausgegeben für warme Klamotten. Aber warme Klamotten sind im Winter hier essentiell wichtig. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen, ich verfriere sonst. Obwohl ich jetzt schon den höchsten Skill habe in Temperatur aushalten, brauche ich trotzdem eine Menge Klamotten, die einen Haufen Geld gekostet haben. Mindestens 2000 Münzen habe ich ausgegeben. Wenn nicht sogar 2500. So, dann crafte ich mal ein paar Steinäxte. 8 Stück können wir machen, okay. Für wie viel können wir so eine Steinaxt denn verkaufen? Theoretisch für 6. Das ist natürlich nix. 6 ist natürlich nix. Und der Händler gibt mir nur 3 dafür. Also, da müssen wir noch den halben Preis abziehen. Können wir hier was machen? Nur Fackeln, ne? Der Rest, der kostet Geld. Also, dass wir erstmal das Schema da kaufen können. Naja, gehen wir erstmal in den Frühling. Gucken wir mal, was im Frühling so geht. Vielleicht ist dann auch das Jahr vorbei und ich kriege neue Loot. Ihr wisst, was ich meine. The Point of Interests. Diese umgefallenen Karren und so, ne? Dass ich da neue von bekomme. Auf jeden Fall Frühling. Top. Gefällt mir richtig gut wieder. Schön alles grün. Können dann natürlich auch die Ledersachen zu einfachen Säckchen erstmal machen. Weil die können wir ja auch verkaufen. Hab zwar nicht viel Leder, aber 5 ist okay. Ja, wir könnten gucken, ob hier die Gebäude, die wir schon mal gelootet haben, ob die jetzt wieder voll sind mit Loot. Fässer und Säcke sind alle noch leer. Schade. Also das sind anscheinend so, ja, so Sachen, die entweder viel Zeit brauchen, um zu resetten, oder einfach nie resettet werden. Das wäre natürlich schade, wenn die wirklich nie resettet werden. Aber hier haben wir schon zum Beispiel schon mal ein Reset. Hier war ja ein Karren umgefallen. Der ist jetzt nicht mehr da. Oh, guck mal, der hat eine Quest für uns. Vielleicht ist die machbar. Siehst du diese Anschlagtafel? Kann ich dir irgendwie helfen? Der Tod wird aus dem Sumpf kommen. What? Oh ja, der Auserwählte. Die Welt ist in großer Gefahr. Auserwählter, große Gefahr. Ich bin nicht sicher, ob das meine Frage beantwortet. Das alte Böse rächt sein Haupt
rächt sein Haupt aus dem Sumpf. Die Menschen müssen gewarnt werden, aber niemand will mir zuhören, vor allem der Quartiermeister nicht. Die Menschen müssen ihren Verstand öffnen. Aber du siehst aus wie jemand, der offen ist. Tue ich das? Du musst die Bewohner von Piastovia warnen. Auf dich werden sie eher hören. Was genau soll ich ihnen sagen? Dass das Ende naht, wir sollten uns alle auf das Schlimmste gefasst machen und uns nicht dem Sumpf nähern. Und wenn ich mit ihnen rede, lässt du sie in Frieden? Natürlich, es bleibt ihnen überlassen, was sie mit dieser Warnung anfangen. Okay. Neue Quest, Steuern zahlen. Ah, ich muss Steuern zahlen. Ah, ach nö. Ah, guck mal, mit den dreien muss ich sprechen, da kriege ich 250 Dynastie. Okay, dann machen wir das doch mal. Aber erstmal will ich meinen Stuff verkaufen. Hello there. Zeig mir deine Ware. Hat der auch Rotaugen? 35. Oh, damit könnte ich die andere Quest erfolgreich abgeben. So ein Bronzemesser brauche ich nicht unbedingt. Ich kann mir ein Steinmesser craften. Bronzemesser erstmal verkauft. Einfaches Säckchen. Bäm, weg damit. Steinaxt, 8 Stück. 24 Dinger. Top. Okay. Ich brauche auf jeden Fall. Achso, das Ende. Ja, okay. Bei dem nicht. Ich brauche auf jeden Fall Samen und sowas, ne? Was verkauft sie hier? Eisenarmbrust. Oh, krasses Zeug. Also hier verkauft keiner so Samen und sowas, ne? Was hast du? Lederwaren, ne? Naja, wir können ja erstmal die Quest machen. Vielleicht finden wir dann irgendjemanden, der hier so landwirtschaftliches Zeug verkauft. Meine Fresse. Entschuldige, aber du möchtest vielleicht über das Ende unserer Welt mit unausweichlichem Untergang, der aus dem Sumpf kommt, sprechen? Okay. Geil. Ich verbreite Verschwörungstheorien. Ich bin hier, um dich zu warnen, dass das Ende der Welt bevorsteht. Bevorsteht. Alter, was denn? Ich bin heute... Es tut mir leid, ich habe heute wieder Probleme mit dem Sprechen. Wie viel Steuern müsste ich zahlen, wenn ich jetzt... Alter, 333. Verfluchte Zahl. Ist hier draußen vielleicht jemand, der so landwirtschaftliches Zeug verkauft? Oder eher nicht so? Ich gehe mir erstmal die Quest angucken. Jetzt schaffe ich es nicht über den Zaun. Toll. Bin ins Pferdegehege reingelaufen. Was würdest du tun, wenn du erfahren würdest, dass die Welt bald untergeht? Mein offener Verstand ist zurückgekehrt. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand es als Kompliment sehen würde, als dein Verstand bezeichnet zu werden. Aber egal, ich habe mit den Bewohnern von Piastovia geredet. Also sind die Menschen gewarnt worden. Wie haben sie es aufgenommen? Für die meisten von ihnen war es eine Menge zu verkraften. Doch nun, mein treuer Freund, nun müssen wir schnell handeln. Ich hatte eine Vision und jetzt weiß ich, wie wir dieses Unheil aufhalten können. Eine Vision, sagst du? Gewiss, eine Vision. Es gibt ein Ritual. Ein Ritual, das unter dem Baum im Sumpf durchgeführt werden muss. Nun, im Sumpf gibt es viele Bäume. Also sollte das nicht zu schwierig werden. Aber doch nicht unter irgendeinem Baum. Dem Baum. Dieser ist etwas Besonderes. Du wirst ihn sofort erkennen. Wie sieht dieses Ritual aus? Ich hoffe, es werden keine Menschen oder Tieropfer verlangt. Zuerst müssen wir alle benötigten Gegenstände sammeln. Oh, etwas Roggen, 2 Stück gebratenes Fleisch, 2 Barsche und ein Stein. Alter, hör auf. Ich habe keinen Bock mehr auf deine Quest.
Alter, ich dachte, ich muss nur die Leute Bescheid sagen und krieg dann Reputation. Ich suche mir jetzt einen Händler, der so Sachen zum Anpflanzen verkauft. So Dünger und so ein Scheiß. Und Samen. Gibt hier keinen Händler, der Samen verkauft? In der großen Stadt? Der wird mich da verarschen. Nö, tatsächlich nicht. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Dann muss ich woanders suchen. Vielleicht hier auf den Feldern? Nö. Oh, da sind Wölfe in der Höhle. Ungut. Da gehe ich besser nicht rein. Ich habe nämlich gar keine Waffe gerade. Also höchstens eine Axt. Und das ist gegen Wölfe nicht so gut. Ich gehe mal zum Fischerdorf und guck mal, ob da vielleicht jemand ist, der mir so ein Zeug verkauft. Oh, da sind zwei Wölfe. Drei Wölfe! Oh mein Gott. Schnell weg. Das ist nicht gut. Die waren in der Höhle da unten drin. Ah. Verstehe. Also können jetzt Höhlen auch, ich sag mal, Lebensraum für Tiere sein. Also es wird ja nicht viel Landwirtschaft betrieben im Fischerdorf. Also, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, ich finde trotzdem jemanden. Da hinten ist ein Fischhändler. Wird einem übrigens immer am Sack, an dem Sack auf der Minimap da oben auf dem Kompass angezeigt, welcher Händler das ist. Also was das für ein Händler sein soll. Oh, da vorne. Da vorne ist einer. Der hat so eine Ehre und ich glaube, das ist dann jemand, der landwirtschaftliche Sachen verkauft. Die hier. Okay. Also, ich krieg von ihr auf jeden Fall Baumsetzlinge. Dünger könnte ich bei ihr kaufen. Karottensamen. Ich würde erstmal Kohlsamen nehmen. 22 Kohlsamen kann ich erstmal nur kaufen. Lass mal erstmal nur 10 Kohlsamen kaufen. Und dann Dünger. 21 Dünger. Ja, ich überlege, was ich noch verkaufen könnte, aber ich habe, wie gesagt, nichts. Steinstöcke, Stroh, das bringt alles nichts. So, eine von meinen Hütten hat anscheinend kein Werkzeug mehr. Gewinnung? Ja, Holzschuppen. Holzschuppen hat keine Äxte mehr. Toll. Ich verkaufe einfach jetzt hier bei ihr noch ein paar Äxte, damit ich zumindest ein Feld vollkriege mit Kohl. Und ja, wir sehen uns, wenn ich den Scheiß verkauft habe. Ich habe jetzt 16 Steinäxte gecraftet und krieg dafür 48 Silber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schlecht? Ist das schlecht einfach nur? Naja, okay, wir kaufen jetzt noch ein bisschen Kohlsamen. Das, was wir dafür kriegen. Und sehen den Bums mal aus zu Hause. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwo nochmal hier so ein Holzfällerlager finde oder sowas mit ein paar wertvollen Ressourcen, die ich verkaufen kann. Oder so ein Jagdlager. So ein paar Bögen würde ich gerne verkaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier Banditenlager. Schön. Naja. Das ist jetzt nicht meine erste... Oh, Wölfe. Meine erste Wahl. Ja. Gekillt von Wölfen. Schön. Respawn. Aber Gott sei Dank bin ich jetzt schon mit meinem ganzen Stuff hier wieder gerespawnt und muss jetzt nicht den Weg nochmal dahin. Es ist eigentlich ein interessanter Exploit. Naja. Warum wächst hier... Achso. Hier wachsen Kräuter auf meiner Straße. Das ist nicht so gut. Tu mal den Scheiß... In die Kiste hier rein. 21 Dünger und 16 Kohlsamen. Okay. Dann machen wir mal so ein Säckchen und dann streuen wir mal was aus. Wir sehen mal. Wir sehen, was es gibt. Da ist ein Eisenmesser. Natürlich auch saftig zu verkaufen, ne?
Ich habe übrigens gelesen, dass man die Stümpfe da lassen sollte, weil aus den Stümpfen wieder ein neuer Baum wächst. Das macht natürlich irgendwie biologisch gar keinen Sinn, aber in dem Spiel schon. Deshalb die ganzen Stümpfe, die ich hier weggemacht habe, da werden erstmal keine Bäume wachsen. Da müsste ich dann im Prinzip erstmal diese kleinen Bäume, die ich gerade gepflückt habe, um Stöcke zu bekommen, die müsste ich erstmal da lassen für eine ganze Weile und dann würde aus denen dann halt was wachsen. Aber die Stümpfe sollte man eigentlich da lassen. Okay. Wieder was gelernt. So. Stell mal zwei kleine Säckchen her. Und ich hoffe, das reicht dafür, um den Dünger und um die Samen zu verarbeiten. So, erstmal schön Dünger drauf. Erstmal Kacke drauf. Stimmt, dann brauchen wir nochmal die Hacke, um das zu, umzumischen mit dem Dünger. Um dann erst die Samen drauf zu legen. Nicht mal zwei Reihen habe ich damit jetzt bekommen von dem kleineren Feld, sage ich mal. Oder ist das? Die sind etwa gleich groß. Egal. So. Jetzt wollen wir Kohl. Frühling, Sommer, genau. Frühling, Sommer ist super. Ach nee, Quatsch. Wir müssen ja erstmal hacken, ne? So, wo ist meine Hacke? Da. Oh, die hat noch gut Haltbarkeit. Das könnte klappen. Brauchen wir nämlich im Herbst dann nur noch, oder im Sommer, nur noch Dünger kaufen. Weil die Samen sich natürlich jetzt selbst reproduzieren, ne? Wenn wir den Kohl ernten, bekommen wir natürlich auch mehr Samen raus, als wir eingesetzt haben. Das ist ganz gut. So, meine lieben Freunde. Das haben wir uns jetzt hart erkauft. Ich weiß aber schon, ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir halt noch Geld machen? Was farmen wir gerade in Unmengen? Und was können wir halt verkaufen? Und da ist mir so eingefallen, warum nicht nochmal gebratenes Fleisch verkaufen? Weil hier haben wir zum Beispiel 167 gebratenes Fleisch. Also noch nicht gebratenes Fleisch, rohes Fleisch, aber wir machen gleich gebratenes Fleisch daraus. Und dann können wir das nochmal verkaufen. Um dann wiederum ein Schemata zu kaufen, um vielleicht Pfeile herzustellen. Um dann daraus Säckchen zu machen, um dann daraus Kohle zu machen. Alter, die Vertriebswege hier sind fast komplizierter als in Satisfactory. Jetzt kommt das zugute, was ich eingestellt habe, dass ihr oder ich nicht zu lange an dem Video schneide und zu lange hier warte. Dass ich einfach mit einem Mal grillen, zack, 167 gebratenes Fleisch habe. Wie viel kann man das verkaufen? Für 7. Also, man kann das besser verkaufen als eine Axt. Das ist gut. Ich gehe erstmal schlafen. So, dann wasche ich mich nochmal, weil Morgenhygiene muss sein. Dann kriegen wir den besten Preis, EU-West. So, und dann auf zur großen Stadt. Auch so ein kleiner Exploit und ein kleiner Tipp von mir für dieses Spiel. Wenn ihr slightly überladen seid, ne? Und eigentlich sehr langsam lauft, so wie ich jetzt. Dann drückt A und W gleichzeitig. Also lauft schräg im Prinzip. Das kann man ganz gut koordinieren mit der Maus. Und dann lauft ihr einfach schneller. Das ging schon immer in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, warum das nie gefixt wurde, aber guck mal, wie schnell ich bin und guck mal, wie schnell ich jetzt bin. Also das ist langsam und das ist schnell. Weißt du, was ich meine? Funktioniert ganz gut. Falls ihr übrigens noch so andere Tipps und Tricks habt, wie ihr ganz gut Kohle macht in dem Spiel im Early Game, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da offen für alles. Ich kenne diesen kleinen Säckchen-Trick, aber dafür braucht man ja erstmal Leder und dafür braucht man ja erstmal einen Bogen und muss jagen. Eigenständig das, was an Leder da bei der Jagdhütte rausploppt. Auch wenn da jetzt gerade zwei arbeiten, ist wenig. So, oh, guck mal, 570 bekommen wir für das gebratene Fleisch. Top. Sehr, sehr schön.
Ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Kohle. Ich könnte ja theoretisch noch überlegen, ob ich die Dings schon zahle. Die Steuern. Aber ich werde erstmal. Nee. Ich werde erstmal zurück in mein Lager gehen und Schemata kaufen. Damit wir einfach wieder in den Flow reinkommen. Leute, wir müssen wieder reinkommen. Wir müssen wieder Geld verdienen. Hier kann man Rotaugen angeln. Aber wie? Wisst ihr, was ich meine? Kann man irgendwie den Speer da so reinwerfen und dann kriegt man dies? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe halt überhaupt gar keinen Plan, wie man Fische angelt hier. Also angeln, ne? Man muss ja mit dem Speer zustechen. Aber ich krieg das nicht hin. Oh, doch, einen habe ich. Oh, Leute, ist das schwer. Man muss genau das Model treffen. Und die sind halt so klein und winzig. Jetzt habe ich ihn. Alter, das ist ultra schwer. Also, das ist überhaupt gar nicht worth, das selber zu machen. Ich brauche ja noch Rotaugen für diese eine Quest, die ich da offen habe, mit diesem Drecksbalk. Aber ich glaube, ich werde den Rest einfach kaufen, weil das also, macht ja keiner hier. Oh, 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 wir haben Loot gefunden. Wir haben Loot gefunden, Eisenpfeil. Ja. Kann man gut verkaufen. Hier ist Kohl drin. Aber irgendwie habe ich mir was Besseres vorgestellt. Oh, hier 150 Münzen. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Top Loot. Steinwaffen. Und der Steinpfeil. So. Wir brauchen Federn. Wir brauchen Stöcke und Steine. Okay, verstehe. Federn müssten wir eigentlich auch richtig viel haben. Wir haben 150 Federn. Brauchen halt nur Stöcke. Und da hier unsere Vorgärten noch voll sind mit diesen kleinen Bäumchen, nehme ich mir einfach die. Irgendwann werde ich die stehen lassen, damit wir hier auch Bäume haben. Aber jetzt erstmal ist es wichtiger, dass wir Pfeile herstellen. Und deswegen brauchen wir Stöcke. Von diesen Zweigen, die so zu Ahorn werden, kriegt man die meisten Stöcke raus. Und hier kriegt man die wenigsten Stöcke raus aus diesen Stockdingern, die aussehen wie Birken. Dann gibt's noch diese kleinen Tannen. Daraus werden dann diese Kiefern oder Fichten oder was auch immer das ist. Und ja, die haben so einen mittleren Wert, ne? Und bin ich ganz froh, dass es hier auch ein paar von diesen ertragreichen Stockdingern gibt. Zum Beispiel die hier. So, dann craften wir uns mal ein paar Pfeile. Ich hoffe, das gibt auch ein bisschen Erfahrung. Wir können 7 herstellen. Aber ja, wie viel erstellt er da mal her? Ich glaube 10, ne? Oder 5 oder so? Wir gucken mal. Er wird jetzt uns auf jeden Fall nicht nur 7 Pfeile geben. 70 Steinpfeile. Ja, easy peasy. So, damit würde ich jetzt einfach mal jagen gehen. Und zwar an diesen Ruinen, die wir da nehmen, wenn wir, also an, wir gehen ja an diesen Ruinen vorbei, wenn wir zur großen Stadt wollen. Und da ist ja Rotwild, ne? Und Rotwild gibt auf jeden Fall Leder. Könnten wir uns auch gleich nochmal ein Steinmesser machen? Ein Holzmesser, Alter. Was soll ein Holzmesser sein? Vielleicht zum Brotschmieren ist es gedacht. Ein Holzmesser. Damit wir die Tiere auch ausnehmen können. So, hier vorne. Ja, da vorne sind das Rotwild. Schön. Na, komm schon. Ja, sehr gut. Na. Verdammt. Ja, sehr gut.
Ausdauer recken ein bisschen, sonst schieße ich mal daneben. Ja, reicht erstmal, oder? Steinpferde müssen wir natürlich gleich wieder alle einsammeln. Auch kleiner Tipp von mir: Alt gedrückt halten und ihr seht halt, wo die Pfeile liegen. Das ist ganz gut. Auch die Haltbarkeit vom Bogen ganz schön leiden lassen gerade. Eventuell müssen wir da auch dann unser erstes Geld nochmal ausgeben, um einfach den Bogen neu zu kaufen. Ah, wir haben kein Messer mehr. Okay, craften wir uns noch ein Messer. Das war schon mit der Haltbarkeit vom Messer. Wir sind slightly überladen. Aber ist kein Thema. Hier ist noch ein Steinpfeil, den wir einsammeln können. Hier ist noch ein Steinpfeil, den wir einsammeln können. Oh, hier steckt einer im Baum. Auch interessant. Einer in den Fluss gefallen. Ja, unser Bogen ist kaputt. Schade. Ich hätte gern noch die letzte Hirschkuh gejagt, aber wir kaufen uns gleich einen neuen Bogen. Ich habe genug Scheiß geerntet jetzt, glaube ich. Und dann auch mal einen Bogen mit 100% Haltbarkeit. Hatten wir ja bis jetzt auch noch nicht. Also ich glaube, die ich gelootet habe, die waren immer nur so vielleicht 80% maximal. Was wir jetzt nochmal machen könnten, ist eventuell... Lagerfeuer. Da brauchen wir noch ein paar Stöcke für. Und dann können wir das Fleisch schon braten. Brauchen nicht nochmal zurück ins Lager. Wisst ihr, was ich meine? So. Dann stellen wir uns hier einfach ein einfaches Lagerfeuer hin. Entzünden das mit der Fackel. Und können dann 105 Fleisch braten. Top. Theoretisch müssten wir dann ein bisschen was an Gewicht verlieren, weil wir kochen ja das Wasser aus dem Fleisch. Wenn es physikalisch korrekt wäre, aber ist es leider nicht. Schade. So, einfaches Säckchen stellen wir auch mal 43 her. Vielleicht werden wir da ein bisschen... Da müssten wir, glaube ich, Gewicht verlieren. Das war, glaube ich, so. Ja, ein bisschen was haben wir an Gewicht verloren. Hello there. Sehr schön. So, die Säckchen verkaufen wir mal. Kriegen wir 258 raus. Und das Fleisch verkaufen wir auch mal. Kriegen wir 367 raus. Hirschschädel habe ich 4 Stück. Ja, easy peasy, verkaufen wir auch. 20 kriegen wir da raus. Ja. So, wir brauchen von dir nichts. Ich dachte, du warst der Typ, der... Neues Gebäude freigeschaltet, Näherei, okay. Ich dachte, er ist der Typ, der Waffen verkauft. Nee, sie macht das, oder was? Ja, sie macht das, okay. Normaler Bogen kostet 105 und ein Recurve-Bogen, Langbogen kostet 210, Recurve-Bogen kostet 360. Wir haben jetzt über 1000. Kaufe ein. Whatever you need, I got. Have a good day. Okay, top. Jetzt könnten wir überlegen, einfach mit der Kohle, die wir jetzt haben, die nochmal zu investieren. Wir haben jetzt fast 1000. Ich werde gleich mal die Steuern bezahlen. Die Steuerschulden, ja. Mirigott ist der Herrscher hier. Da, das sollte reichen. Gespräch beenden. Okay. Wir haben die Steuern bezahlt. Schön.
Neues Level in Diplomatie. Ah ja. Schön. Diplomatiekenntnisse. 5% Erfahrungsgewinn bei diplomatischen Aktivitäten. Das würden wir machen. Das sollten wir tun, damit wir einfach ja, durchs Handeln und so mehr Diplomatie erhalten. Diplomatie sage ich schon. Mehr Erfahrung für die Redekunst. So, mit meinem neuen Bogen würde ich auch sagen, das war's mit dieser Folge Medieval Dynasty. Wir waren Anfang der Folge total blank und sind jetzt am Ende der Folge einigermaßen reich, sage ich mal. Also es geht. Wir haben 600 Münzen wieder, wir haben unsere Steuerschulden bezahlt, wir haben einen neuen Bogen gekauft, wir haben Geld verdient, wir haben das erste ausgesät auf dem Feld. Im Sommer müsste dann da Kohl sein, den wir ernten können. Alles sehr, sehr gut. Wenn es euch auch gefallen hat, vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.